Moin Moin bei einer Lazy Looters Review. Es geht heute um Sports Trends. Es ist ein reines Couch-Multiplayer-Spiel für 2 bis 4 Spieler und es besteht aus 4 kleinen Spielen, die grafisch jetzt vielleicht nicht unbedingt Maßstäbe setzen, aber das alles mit Spielspaß wieder reinholen. Zeigen werden wir euch heute erstmal 2 Spiele. Einfach aus dem Grund, weil das eine Spiel namens Okra 4 Spiele erfordert und wir leider hier nur zu zweit auf der Couch sitzen. Und bei Johann Sebastian Chaust hätten wir von der Couch aufstehen müssen. Das erste Spiel nennt sich Barra Barry Ball. Das Ziel des Spiels, den Ball im gegnerischen Wasser versenken. Mit Schlagen, Dashen und vielen Multijumps, welche durch kleine Punkte um den Charakter herum angezeigt werden, macht man es dem Gegner echt schwer. Und die verschiedenen Level bringen viel Abwechslung in das kleine, chaotische, aber super lustige Spiel. Und das Ding ist, je besser man wird, desto spaßiger wird die Sache. Das zweite Spiel nennt sich Super Pole Riders. Es ist eine Art Stab-Hochsprung-Karate-Kick-Volleyball. Ziel ist es, den Ball, der oben an der Schnur hängt, in die Scheibe des Gegners zu drücken. Entweder mit dem Stab selbst oder durch Treten. Man kann sich auch gegenseitig vom Stab kicken. Regel hier ist, wer weiter oben ist, tritt zu. Technik spielt hier definitiv eine Rolle und verbale und vielleicht auch physische Misshandlungen auf der Couch sind so gut wie vorprogrammiert. Boom. Aber eigentlich hat Sports Friends noch 2 weitere Spiele in petto. Diese kann man aber nur über geheime Codes, die man über das D-Pad eingibt, starten. Das ist zum einen Get on Top. Es ist echt ein irre lustiges Spiel, aber wir haben bis heute noch nicht rausgefunden, wie es eigentlich wirklich funktioniert. Ich weiß nicht, was hier passiert. Au! Du hast mir den Kopf abgeschlagen! Und das andere ist Wobbly Pong. Zumindest nennen wir es so. Eine Pong-Variante mit gepimpten Sticks und einer abgefahrenen Physik für den Ball. Denn mit ordentlichen Effet lassen sich hier die wildesten Bananen schießen. Einfach großartig. Die Codes für die Spiele haben wir in ein separates Video gepackt. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Unser Fazit. Wenn es mehrere Menschen im Haushalt gibt oder ihr regelmäßig Freunde in der Butze habt, mit denen ihr gerne zockt, kauft euch dieses Spiel. So simpel die Spiele auch aussehen, so viel Spaß machen sie auch. Wir hatten Muskelkater am nächsten Tag vom Lachen. Ja, und das war's dann auch schon. Für mehr Reviews, Gameplay, Tipps und Tricks abonniert gerne unseren Channel, falls ihr das noch nicht getan habt und liked das Video. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel schon kanntet oder was ihr davon haltet. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Bis dahin. Tschüss. Und Ziel ist es, den Ball, der oben an der Schnur hängt, in die Scheibe... Ich habe Scheide gelesen. Ziel ist es, den Ball, der oben an der Schnur hängt, in die Scheibe...